Guten Morgen, lieber Jens. Ich freue mich Hallo. sehr, dass wir uns heute Morgen treffen können und das Interview machen können. Wir haben uns kennengelernt vor knapp einer Woche auf deinem Vortrag Unerschütterlich geborgen im Ungewissen. Und da hat sich für mich die Idee ergeben, mit dir ein Interview zu machen zu meinem Thema, wie kommen wir in unsere Kraft? Und ich freue mich sehr, dass du gesagt hast, ja. Du magst, dass wir so schnell einen Termin gefunden haben. Das lag daran, dass der Titel gut war. Ja, wenn du gesagt hättest, ich mache einen Podcast über, wie werde ich glücklich, hätte ich gesagt, oh, habe ich keine Lust. Aber wie komme ich in meine Kraft? Das war ja auch so die Essenz meines Vortrages, nicht, Ja. dass man sich stärker machen kann. Ja, genau. Genau, dass man sich stärker machen kann, aber auch, dass man. Für mich habe ich gemerkt, es ist auch so ein sich bei sich selber ankommen. Und ich habe es gemerkt bei den Punkten, die du im Vortrag genannt hast. Ja, also bei sich selber ankommen ist ja auch so ein großes Schlagwort. Und das würde ich noch nicht mal so im Vordergrund haben. Das ist ein großer Anspruch. Da müssen wir erstmal wissen, wer man ist, ne? Für viele schon eine Herausforderung. Das kann man ja gar nicht bei sich ankommen. Also da müsste ich erstmal sagen, wer bin ich? Und dann gibt es ja dieses schöne Buch da, wer bin ich, aber wie viele und so, ne? Also deshalb würde ich mal gar nicht so, Sabine, konzentriere dich mal nicht zu sehr jetzt auf, komm bei dir an, sondern eher, wie schaffst du es, und das ist so mein Thema, wie schaffst du es, aus der Verstimmtheit rauszukommen? Weil wir sind Ja. sehr verstimmt, wir sind wirklich, wir meckern und klagen. Und ich habe einen Freund, ich habe es mal gezählt, so mit so einem Zähler, der innerhalb von 3 Stunden 12-mal Scheiße gesagt hat. Ja, und das gäb's doch nicht. Oh Gott, und die Welt, und ich bin so. Ja, und diese Verstimmtheit, da sind wir völlig gleich beim Thema, Ja. diese Verstimmtheit, diese Kinderwelt, dieses Jammern, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Vollpfosten? Mei, bin ich komisch, ich bin so faul und anschauen, oh mein Gott. Ja, und diese Verstimmtheit, das ist das größte Hindernis für in die Kraft kommen. Weil diese Verstimmtheit frisst Energie, es ist ein Energiefresser. Und allein schon, wenn man das heute, das kann ich zum Schluss dann nochmal sagen, wenn das die Zuschauer wirklich begriffen haben, dass sie ein ganz einfaches Medikament nehmen können. Das Medikament heißt, ab heute klage ich nicht mehr. Ich klage nicht mehr, aber ich verliere Energie. Wenn einer sagt, so ein blöder Stau, mal diese Idioten, müssen denn die auch alle zu dieser Zeit fahren, wo ich fahre, dann schreie ich und es ändert sich nicht. Ich habe das mal irgendwann dem Klienten vorgeschlagen, er soll noch mal richtig, wenn er im Stau steht, also Stau ist ja auch Metapher für alles, was nicht so Ja. ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dann soll er einfach ganz laut schreien und fluchen und dann soll er mal ganz genau gucken, ob das, was ihn stört, weggeht. Dann hat er gesagt, ja, Herr Kors, ich weiß schon, was Sie wollen, muss ich gar nicht machen. Sie wollen mir sagen, dass ich ein kleines, schreiendes Kind ist, bin und das habe ich ja wahrscheinlich früher auch gemacht, wie alle Kinder. Wenn es unlustig ist, schrei ich. Und dann kam die Mama und dann gab es was zu trinken und dann wurden die Windeln gewechselt. Und das war schön. Und so ist das in unserem Gehirn wohl immer noch konditioniert, vernetzt. Wenn ich Unlust habe, schrei ich. Und dann kommt Mama, die Griechen nennen das Deus ex machina, dann kommt von oben so ein Gott, das haben die immer in ihren Tragödien so dargestellt. Und da kam dann so ein Gott runter und dann hat er das alles wieder schön gemacht. Und so kann es sein, dass wir, wenn uns irgendwas nicht gefällt, wenn es irgendwann gegen den Strich geht, wenn die Hose voll ist und alles so beschissen ist und ich habe es mir ganz anders vorgestellt, dann schreien wir ganz laut. Und dann plötzlich ist es weg. Nein, das stimmt eben nicht mehr. Ja? Das ist so eine irrationale Annahme. Und wenn sich die Zuschauer mal beobachten, dann ist es ja fast zum Lachen, dass immer, wenn das Leben nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann schreie ich.
Es gibt aber, da hat einer gesagt, ja, aber Korsen, wenn ich nicht fluchen und schreien darf und klagen darf, dann platze ich ja, weil es ist so, ich könnte so schreien vor Wut, auch manchmal vor Trauer weinen, das muss doch raus. Ich sage, ja, das ist richtig, aber noch nicht als Du-Aussage, also als Anklage. Du blöder Stau, du blöder Typ, du, sondern schrei doch, aber schrei ganz laut, ich habe es mir anders vorgestellt. Und dann kannst du ja in dein Lenkrad beißen und immer schreien, ich habe es mir anders vorgestellt, ich habe es mir anders vorgestellt. Und dann kommen ja die Gefühle auch raus. Aber dann wird dir doch wenigstens klar, dass es dein Problem ist und nicht der Stau. Der Stau ist doch unschuldig, der ist einfach nur da, wie immer. Das gehört zum Leben dazu, der Stau gehört zum Leben dazu. Damit verdiene ich ja mein Geld als früher Psychotherapeut und jetzt als Prediger sozusagen, ja, dass die Leute sich das eben alles ganz anders vorstellen. In den Beziehungsstörungen, in den Ehen. Natürlich kann ich sagen, du bist ein Psychopath oder du Hexe. Ich kann aber auch meinen Partner anschreien und kann ganz laut schreien und gegen die Wand trommeln und meinen Kopf gegen die Wand hauen und immer ganz laut schreien. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und dann könnte man überlegen, ob meine Vorstellung vielleicht irgendwie verantwortlich ist für meine Wut. Nicht das Leben. Das Leben ist ja einfach, das sind ja nur Situationen. Die Leute oder meine Klienten oder ich, wir orientieren uns ja meistens nicht an dem, was ist, sondern an unserer Vorstellung. Wie sollte etwas sein? Ne? Und wenn man das mal sich bewusst macht, dass man ja immer nur dann diese Diskrepanz hat zwischen dem, wie es sein soll, mein Mann soll liebevoll sein, rücksichtsvoll, soll mich in den Arm nehmen, meine Frau soll wie meine Mama sein, die Kinder sollen brav sein. Ja, und wenn ich dann als gestresster Papa nach Hause komme und die Kinder haben wieder die Wohnung verwüstet, dann schreie ich natürlich, mein Gott, ihr Ferkel, und ich hab's euch doch gesagt und droht. Und das ist, glaube ich, ganz witzig, wenn dann Mama oder Papa nach Hause kommen und das ist nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Sie haben die Wohnung so schön ordentlich verlassen und jetzt ist alles durcheinander. Dann wäre das doch ganz gut, dass sie ganz laut schreien, ich hab's mir anders vorgestellt. Dann wissen die Kinder wenigstens, Mama und Papa haben ein Problem. Das stimmt. Und nicht wir. Das ist so gemein, dass die Kinder dann immer meinen, sie hätten das Problem. Nein, die Kinder geht es doch gut. Es hat Spaß gemacht, da rumzuspielen und Kissenschlachten zu machen. Und jetzt schreit einer. Und dann kann man sich dann einfach so mal merken, immer wenn einer schreit, hat er ein Problem. Ja. Und zwar ganz simpel, er hat sich anders. Er hat sich anders gestellt. Ja, und so könnte man sich das nehmen als ein Werkzeug. Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser, als ein Werkzeug, um aus dieser Opferhaltung herauszukommen oder wenigstens sich die bewusst zu machen, dass wir sagen, okay, ich nehme mir heute vor, oder fast mein ganzes Leben lang, nie mehr Menschen anzuklagen, du bist ein Psychopath oder so, sondern ich werde ab heute immer nur Ich-Aussagen machen. Das ist, ja, das kann bestimmt schon einige gehört, aber auch wenn man es gehört hat, macht man es ja nicht. Dass man über sich redet. Ich bin jetzt sauer. Ich bin stockwütend. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ja, und dann kommt man ja auch in Lösungen. Und das ist schon ein Teil, wie du so sagst, wie komme ich in meine Kraft? Ne? Ich komme ja nicht in meine Kraft, also auch Dinge zu lösen, wenn ich wie ein Kind immer nur schreie und denke, wenn ich nur laut genug schreie, irgendwann hilft mir einer. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ja, wie habe ich es mir denn vorgestellt? Aha, dann habe ich schon Distanz. Und dann könnte ich sagen, ja, ist diese Vorstellung, die ich da habe, nicht völlig irrational? Mhm. Also ich habe da so einen starken Mann, ich habe gerade so eine Beziehungsberatung und die hat den natürlich gemocht, das war so ein richtig starker Typ, Motorradfahrer, der hat sogar, glaube ich, so ein bisschen auch Krafttraining gemacht. Also, wollen wir sagen, der war in seiner Kraft. Ne? Mhm. Und jetzt hat sie gedacht, sie kommt auch in ihre Kraft. Weil das ist ja sehr häufig so. Ne? Man sagt, ich bin schwach,
und da ist einer stark. Und ich komme in meine Kraft, wenn ich den jetzt heirate. Dann kann ich seine Kraft da vielleicht benutzen. Das ist aber blöd, weil wenn man dann den geheiratet hat, dann merkt man, dass das ein ziemlich dominanter Kerl ist und der mich mit seiner Kraft unterdrückt. Dann habe ich noch weniger Kraft. Mhm. Also wäre es besser, bei sich anzufangen. Und der erste Schritt ist, wie ich wieder in meine Kraft komme, weil wenn wir geboren werden, haben wir alle sehr viel Kraft. Ja. Und dann kommt aber die Gesellschaft und dann werden wir bemeckert und dann so darfst du nicht sein und so musst du sein und du musst Leistung bringen. Ach Gott, und dann werden wir immer ängstlicher und denken, oh Gott, keiner liebt mich, wenn ich das nicht mache, was er will. Und dann wird die ganze Energie, mit der ich geboren werde, wird dann eher benutzt, die Umwelt so zu manipulieren, dass die mich mögen und dass ich nicht vom Hof gejagt werde. Und dann wird meine Kraft nur noch darauf verwendet, beliebt zu sein und nicht weggeschickt zu werden. Und dadurch hat diese Kraft eine falsche Richtung. Also es ist schon mal wichtig, dass jeder weiß, dass er, wenn er geboren wird, viel Kraft hat. Natürlich gibt es da auch Unterschiede, nicht? Es gibt natürlich vom Genotypus her, also einige werden mit einem stärkeren vegetativen Nervensystem schon geboren. Mhm. Ja, also die erschrecken sich nicht so schnell, die sind ein bisschen grobrastiger, so, nicht? Und dann gibt es so die feinstofflich. Oh, ich war gestern im Lokal und da hat eine Bedienung, das war wahrscheinlich keine Bedienung, weil es gibt ja kaum noch Bedienungen, es war eine Aufsichtskraft, ich glaube eine Studentin, und die hat zum dritten Mal so ein Tablett getragen und dann ist alles hingefallen. Und also auch meine Gesprächspartnerin hat die gezuckert. Und da habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich ein ziemlich grobrastiger Typ bin. Ich habe gar nicht, bin nicht zusammengezuckt, ich habe einfach weitergeredet. Ich habe noch nicht immer hingeguckt. Robust wären positive Formulierung dafür. Ja, bist einfach robust. Ja, einfach robust. Also naja, da ist was runtergefallen und ich habe noch nicht mal geguckt, was. Das hat mich auch nicht so interessiert. Aber, und das ist bestimmt eine Veranlagung. Ich glaube, ich habe das nicht mit dem Willen zu sagen, mich bringt nichts aus der Ruhe, ne? Sondern das ist bestimmt, irgendwie habe ich Glück gehabt, dass ich etwas robuster bin und nicht gleich vegetativ, Fluchtreflex oder Todstellreflex. Um das nochmal klar zu machen, der erste Schritt in die eigene Kraft ist, sich bewusst zu machen, wie ich mir die Kraft nehme und wie ich sie dann versuche wiederzubekommen, indem ich vielleicht dann andere manipuliere, wenigstens das für mich zu machen, was ich mir selber nicht zutraue. Und das ist ja dann noch schlimmer, weil dann warte ich da immer drauf, dass ich dort endlich das doch mal bekomme, was mir zusteht sozusagen. Und da kann ich nur sagen, das Warten ist schon wieder etwas, was uns die Kraft nimmt. Warten auf Veränderung nimmt uns die Kraft. Sondern dass ich sage, ich hole mir das selber und ich bin verantwortlich zu 100% für meine Gestimmtheit. So, jetzt habe ich natürlich lange geredet, aber vielleicht willst du mich ja was genauer fragen zu dem, was ich jetzt gesagt habe, Sabine. Ja, mir ist was eingefallen, weil du gesagt hast, über andere klagen, ne? Und dass wir, wenn wir groß werden, dass wir am Anfang Kraft haben und durch die Gesellschaft Kraft verlieren oder durch die Erziehung und ins Meckern kommen über andere. Und dann auch solche Sätze aufnehme, das passt nicht, das passt nicht. Und was mir aufgefallen ist, wenn man jetzt aber den Weg geht, der Selbstentwicklung, sag ich mal, läuft man durch diese Erziehung, wenn man nicht aufpasst, könnte man in eine Falle reinlaufen, dann mit sich selbst unzufrieden zu sein, weil man selbst den Vorstellungen, wie man sich haben möchte, auf seinem Entwicklungsweg nicht entspricht. Und dann praktisch mit sich selbst in diesen Kreis reinkommt, der dann destruktiv wirkt, aber man es vielleicht am Anfang gar nicht merkt. Ja, es gibt, glaube ich, so ein Buch, das heißt Das Drama des begabten Kindes. Und da wird beschrieben, es gibt Menschen, die so begabt sind, immer die Bedürfnisse der anderen sofort zu spüren und die zu befriedigen. Ne? Ja. Also du achtest dann immer nur darauf, dass die anderen dich mögen.
bist so begabt, dass du dich verlierst, ne? Was du vorhin gesagt hast, wieder zu sich kommen. Aber das ist wahrscheinlich dann, das kommt von alleine, ohne dass man jetzt permanent sagt, ach, ich bin nicht bei mir, ich muss zu mir kommen. Das ist ja auch ein bisschen wieder opfermäßig. Ich glaube, man kommt zu sich, wenn man die Kraft hat. Dann kommt das von alleine, dass man nicht immer das Ziel hat, ich muss zu mir kommen und du nimmst mich mir weg oder so. Und deshalb ist, was du vorhin gesagt hast, das Selbstentwickler, das ist ja, mein Thema, das habe ich mir mal vor 30 Jahren ausgedacht, so als noch als Therapeut, ich gemerkt habe, dass die Leute immer andere entwickeln wollten. Ne? Also die Chefs wollen ihre Mitarbeiter entwickeln und die Eltern wollen die Kinder entwickeln und dann gibt es auch noch Projektentwickler. Und vor lauter andere entwickeln, vergisst man, dass man wohl bei sich anfangen sollte. Ja, und deshalb habe ich mir dann nur die Philosophie und Praxis des Selbstentwicklers ausgedacht. Und mit den Werkzeugen des Selbstentwicklers kann man es schaffen, aus der Verstimmtheit herauszukommen. Nicht? Und ich sage mal schnell diese vier Werkzeuge, weil die geben einem wirklich viel Kraft. Nicht? Das erste Werkzeug ist die Selbstbewusstheit, dass ich überhaupt mal merke, wie ich denke. Oder dass ich mir mal zuhöre, was ich eigentlich immer so sage. Oder auch mal schauen, wie wirke ich denn eigentlich? Man kann übrigens auch mal Leute fragen, sag mal, wie wirke ich denn auf dich? Oder was bewirkt denn das so, wenn ich mit dir so rede? Und dann sagen die, ja, wenn du kommst, versuche ich möglichst dir aus dem Weg zu gehen. Oder dann weiß man schon alles. Oh, jetzt kommt er wieder. Ne? Und so, und du kommst ja erst wieder zu dir oder in deine Kraft, wenn du weißt, was du in anderen bewirkst oder wie du wirkst. Und dann musst du ja auch nicht permanent jetzt das, was du vielleicht da irgendwo eingerissen hast, weil du eben nicht gemerkt hast, dass du verletzend bist oder zu ängstlich, dann musst du das ja gar nicht wieder aufarbeiten. Du kannst einfach dir mal beobachten, aha, so bin ich. Und doch bin ich ja auch Verhaltenstherapeut, ich bin kein Tiefenpsychologe, sondern ich frage ja eher, wenn einer zu mir kommt, nicht, wie geht's dir? Oder wer hat dich zu heiß gebadet? Oder wer hat dich so früh abgestillt? Sondern es ist wirklich etwas provozierend, aber meine erste Frage ist, wo willst du hin? Ja, und die zweite Frage, warum bist du noch nicht dort? Und dann kommen wir wieder auf das Kraftthema, dass Leute sagen, ich schaff's einfach nicht. Ja, warum schaffst du das nicht? Ja, ich bin nicht mutig genug, ich bin so ängstlich, ich bin nicht diszipliniert genug, ich kann nicht durchhalten. Ne? Und dann ist man ja schon, ja, was fehlt dir? An sich fehlt dir die Kraft, etwas durchzuhalten. Ja, oder die Kraft, dich durchzusetzen. Und deshalb ist das erste Werkzeug des Selbstentwicklers, ich kann ja ganz kurz nochmal sagen, was ein Selbstentwickler ist. Ganz simpel, ein Selbstentwickler hat sich entschieden, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen. Das ist eine Entscheidung. Ja. Ja, wenn man sich nicht entscheidet, das Leben als Ganztagsschule anzuschauen, und das ist ja schon wieder ein guter Schritt, um kräftig zu werden. Also das Leben ist ein Fitnesscenter und alles, was ich erlebe, ist dazu da, dass ich trainiert werde auf Gelassenheit, auf Souveränität, auf Nein sagen oder auf liebevoll zuhören. Ja. Und das ist ein ganz toller Schritt, um wieder Land zu sehen, dass man eben nicht wartet, hoffentlich entwickle ich mal irgendwann oder ich meditiere mich zu Tode und wickle mich dann, ich bin immer noch schwach, sondern ich bin den ganzen Tag jetzt etwas übertrieben, in einer Trainingseinheit, also wenn die U-Bahn mir wegfährt, dann kann ich natürlich sagen, blöde U-Bahn und die Idiot, warum bin ich auch wieder zu spät aufgestanden und bin nicht zur rechten Zeit hier. Ich kann aber auch Haltung annehmen, das ist auch eine wichtige Sache bei mir, dass man, wenn man merkt, dass es nicht so ist, wie man sich es vorstellt, dass man Haltung annimmt, also aufrecht und dann sagt, gut, man kann erst schon mal kurz mal sagen, ja, ich habe es mir anders vorgestellt und dann danke, Situation, du bist mein Coach. Also das Leben ist mein Coach, ist mein Trainer. Und dann frage ich mich, was kann ich denn nächstes Mal besser machen? Dann sage ich, ja, ich könnte also etwas früher gehen, dann fährt man nicht so viel weg. Ja, ich könnte vielleicht gar nicht mit der U-Bahn fahren, vielleicht fahre ich mit dem Fahrrad. Sowieso besser kann ich meine Muskeln trainieren. So kriegt man auch Kraft über körperliches Training.
Und dann komme ich in meine Optionen. Also ich habe da so die Idee, kreuze dann meine Finger. Das ist der erste Schritt, um in die Kraft zu kommen. Irgendwas ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann nehme ich erstmal Gefühle raus. Okay. Gefühle raus, dann nehme ich Haltung an und sage Trainingseinheit. Und dann frage ich mich, was ist das für ein Lerninhalt? Aha, also ich kann nächstes Mal früher losgehen. Ich muss nicht mit der U-Bahn fahren. Ich kann mit dem Fahrrad fahren. Ich stehe überhaupt nicht mehr auf. Ist ja auch eine Option. Ja. Und dann... Ja. In dem Augenblick, wo man so die 8 Optionen, also ich mache das deshalb so, also diese Fingerkreuzen ist ja das mathematische Zeichen für unendlich. Und wir haben unendliche Optionen, mit dem Leben umzugehen. Aber wenn wir nicht aufpassen, haben wir immer nur 2. Raufen, laufen, sich totstellen, schreien. Ja, und das ist aber die Kinderwelt. Und ich versuche ja, die Leute aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt zu holen. Weil dann ist man natürlich auch viel kräftiger. Und wenn man Optionen hat, das merkt man richtig, dass man dann erwachsener wird. Weil jetzt kann man, was habe ich denn für Möglichkeiten, mit dem, was jetzt ist, umzugehen? Also es regnet, aber wie ich weggegangen bin, war es noch heiter. Das gibt's doch nicht. Also das gibt's doch nicht, kann doch nicht in 10 Minuten regnen. Es war doch vorher die Sonne. Gut, jetzt hör auf zu klagen, jetzt machst du Optionen. Was kann ich machen, wenn es regnet? Wenn es ungünstig ist. Ne? Ja. Also nicht gemein, sondern ungünstig. Ich kann gucken, wo ich mich unter den Baum stelle. Ich kann zu einer netten Frau gehen, habe ich mal gemacht und habe gesagt, darf ich mich unter ihren Schirm? Habe ich dann noch Platz? Ich habe mich sogar hinter mit der angefreundet. Die hat hinter mich gefragt, ob das ein Ansprechtrick war. Ne? Nein, das war einfach die Option, da hat einer einen Schirm und das war eine zufällige Frau. Bin ich hingegangen, dann darf ich mich da drunter, dann habe ich sie eingehakt. Das ist eine Option. Ja, das ist mir aufgekommen, weil es könnte ja auch sein, dass es einen Grund hat, warum die U-Bahn wegfährt oder es regnet. Also davon auszugehen, dass das Leben auch positiv mit einem ist und vielleicht ist es genau richtig, dass die U-Bahn weggefahren ist, weil man am Bahnsteig jemanden trifft, den man sonst nicht getroffen hätte. Oder jetzt, wie du sagst, du stellst dich unter einen Regenschirm. Wenn es nicht geregnet hätte, hättest du die Frau nie kennengelernt. Ja, das kann man gerne so sehen. Man kann ja sowieso alles bestimmen, wie man es sieht. Das Leben ist immer das, es regnet. Ja. Und dann kann ich bestimmen, wie ich es sehe. Meistens beurteile ich es automatisch, je nachdem, wie ich erzogen worden bin, was ich für ein Gehirn habe. Und die Kraft, das ist immer ein ganz tolles Thema, ich kann in die Kraft kommen, wenn ich meine Beurteilung verändere. Also wenn ich nicht denke, oh blöd und ich Idiot, zu spät und doofe U-Bahn, sondern wenn ich sage, danke Leben. Ja. Also wenn man das jetzt etwas übertreibt, könnte man sagen, was hat das Leben denn sich heute mal wieder ausgedacht, um den Jensi in die Kraft zu holen. Das Blöde ist, wenn ich nicht die Philosophie des Selbstentwicklers habe, dann bringt mich eben der Regen oder die U-Bahn eben nicht in die Kraft, sondern eben gerade in die Verstimmtheit. Ja. Also deshalb ist es wichtig, erstmal die Philosophie des Selbstentwicklers zu haben, sich zu entscheiden, das Leben prüft mich, und das Leben meint es gut mit mir und sogenannte Schicksalsschläge, dass ich auch nur als Schicksalsschlag beurteile, an sich ist es nur furchtbar ungünstig, aber ich muss es ja nicht als Schicksalsschlag beurteilen. Ja. Es ist günstiger, wenn ich es als Trainingseinheit beurteile. Ich kann natürlich weinen und schreien, aber ganz tief wäre es gut und damit komme ich wieder in meine Kraft, dass ich nicht sage, das ist gemein und warum immer ich, sondern zu sagen, was ist mein Sinn und der Sinn des Selbstentwicklers, also für die, die gerade im Augenblick keinen Sinn haben oder immer noch nach dem Sinn suchen und was ist der Sinn und ja, für die ist es ein Notprogramm, dass man sagt, ich denke mir meinen Sinn mal selber aus. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt keinen erkenntlichen Sinn. Ganz interessant, es gibt keinen erkenntlichen Sinn. Sonst könnte man ja jeden auf der Straße fragen, in Südamerika oder in China, was ist der Sinn? Und jeder sagen, was ist der Sinn? Ja, also es gibt keinen erkenntlichen. Mhm. Vielleicht gibt es einen. Vielleicht haben wir den noch nicht so begriffen oder vielleicht kommt es mal irgendwann, dass wir aufwachen und erleuchtet sind, aber solange wir das nicht haben,
wäre es ganz gut zu sagen, okay, ich behaupte, dass mein Lebenssinn ist, an den Situationen des Lebens zu wachsen. Und dadurch habe ich ja immer wie im Fitnesscenter immer Trainingseinheiten. Und wie im Fitnesscenter, wenn ich immer hier Übungen mache, dann wachsen meine Muskeln. Und wenn ich das Leben als Coach nehme und mich fast freue, also bei mir ist es fast so ein bisschen pervertiert, nicht? Dass, wenn der Zug 1,5 Stunden später kommt, habe ich in Köln mal erlebt und ich wollte nach München und dann kommt die Stimme aus dem Off, also das Schicksal sozusagen, das mich prüft und sagt, nee, nicht so, wie es dir vorgestellt hast. Ne? Der kommt 1,5 Stunden später. Dann lasse ich die Gefühle raus, anders vorgestellt. Ich kann mal ganz kurz diese 5 Schritte, alles fällt mir ein, das kann ich daran machen. Die 5 Schritte, wie ich aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt komme. Also das könnte man sagen, wie komme ich aus der Schwäche in die Kraft. Ne? Ja, oder aus der, wie du gesagt hast, Verstimmtheit in die Gestimmtheit. Genau. Ne? Also, dass ich erstmal, der erste Schritt ist, Gefühle rauslasse. Habe ich mir anders vorgestellt. Das zweite ist, dass ich sage, das ist ja das Leben. Ja. Es gibt ja nicht 2 Leben, ein gutes und ein böses, das denke ich ja nur. Es gibt ja immer nur Leben. Also Quantensuppe sage ich immer. Die Quantenphysik sagt, alles ist Energie. Wie kann Energie böse sein? Ne? Oder gut, ist alles nur Energie. Ja. Also das ist der zweite Schritt, ist, nachdem ich meine Gefühle rausgelassen habe, habe ich mir anders vorgestellt, das gehört zum Leben dazu. Der Stau ist ein Teil des Lebens. Übrigens ist es ganz toll, wenn man sich ab und zu daran erinnert, dass man den Stau mitgekauft hat. Wenn man ein Auto kauft, hat man den Stau mitgekauft. Ja, oder bei der Bahn die Verspätung. Ne? Alles. Und wenn ich aus dem Haus rausgehe, weil ich irgendwie am Leben teilnehmen möchte, weil das manchmal ganz lustig ist, dann kostet mich das was. There is no free lunch. Nicht? Also es kostet was. Wenn ich die Tür aufmache und rausgehe, dann regnet es und dann fährt ein Auto durch die Pfütze und mein ganzes Kostüm ist völlig dreckig, schmutzig. Dann sage ich ja, das hast du heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt, weil du hast am Leben teilgenommen und das kann alles sein. Du weißt ja nicht, was kommt. Naja. Aber weil du dich entschieden hast, mitzumachen, hast du den Stau oder jetzt da dein schmutziges Kostüm als Möglichkeit erwählt, weil du weißt ja nicht, was kommt. Und in dem Augenblick, wo ich diese Haltung habe, rutsche ich gar nicht in das schreiende Kind, vielleicht ganz kurz mal, und dann komme ich raus und sage, ah ja, habe ich ja heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt, wie ich die Tür aufgemacht habe. Weil ich bin ja nicht blöd, ich weiß, wenn ich rausgehe, passiert was, ich weiß nicht genau was. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin ja gespannt, was das Leben mir heute wieder bietet, und dann ruft mich, wenn ich jetzt ein Mädel bin, ruft mich mein Freund an und sagt, ja, also ich wollte es dir sagen, es ist nicht mehr so, ich liebe dich nicht mehr, also ich will dich auch nicht mehr sehen, es ist Schluss. Tja, dann kann man natürlich erstmal weinen und auch mal schreien, ich habe es mir anders vorgestellt, aber irgendwann könnte man Haltung annehmen und sagen, das gehört dazu. Wer sich auf eine Beziehung einlässt, hat sich für die Möglichkeit entschieden, wieder verlassen zu werden. Ja. Dann hat einer gesagt, ja, ich bin ganz schlau, ich lasse mich nicht mehr ein. Das sage ich, ja, ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig schlau ist. Ja. Na gut, das ist schon schlau. Also wenn du dich nicht einlässt, kannst du ja nicht verlassen werden. Also ja. Bauberger, ne? Was machst du denn so? Ja, ich fahre Motorrad und trinke Bier und schaue fern und so. Aber ich keine Beziehung mehr, brauche ich nicht, weil das ist zu anstrengend. Und dann kann ich ja verlassen werden. Sag ich, ja, an sich ist es gut, aber dann hör auch auf zu klagen, dass das Leben so blöd ist und dass du so einsam bist und dass alles langweilig ist. Weil das hast du dir dann damit ausgewählt. Also deshalb ist mein Vorschlag, immer wieder sich einlassen. Immer wieder. Und dann lernt man, und wenn man 5-mal verlassen worden ist, könnte man ja mal irgendwie drauf kommen, hat das was mit mir zu tun? Und dann ist nicht nur das Leben mein Coach. Und das ist so auch meine Lieblingstheorie, wenn ich früher so Eheberatung gemacht habe oder Beziehungsberatung. Hat den Leuten immer gefallen, dass ich nicht sage, ihr Partner ist der Sargnagel, der sie ja früh unter die Erde bringt, sondern sie könnten ihren Partner ja auch als Coach ansehen. Also das Leben hat ihn, den Heinzi,
zugespült, weil das Leben weiß, den brauchst du, um zu wachsen. Ja. Den brauchst du, den da, der das nicht so sieht wie du und der ein ganz anderes Gehirn hat. Den brauchst du, um was zu kapieren, dass jeder einzigartig ist und dass der dich auch nicht erlösen kann. Und dann hast du Lektionen. Und verlass bitte Heinzi nicht vorher, bevor du nicht alle Lektionen gelernt hast. Weil wenn du die nicht gelernt hast, dann triffst du Klausi und dann geht das Ganze von vorne. Genau. Ja, also ist das nicht toll, dass man Heinzi kennt und jetzt sagt, Mensch, die erste Lektion ist, jeder ist anders. In Köln sagt man, jeder Jeck ist anders. Ne? Ja. Jeder hat einen Hau. Ja? Ja. Und dass ich die Beziehung nicht als Erlösungsort anschaue, sondern als Wachstumsort. Gut, also das ist das erste Werkzeug, die Selbstbewusstheit. Ach nee, jetzt muss ich noch die Option ganz kurz in Köln. Also die fünf Schritte, die ich da sagen möchte. Also erster Schritt, Gefühle raus. Zweiter Schritt, das gehört dazu, weil ich mich entschieden habe, mitzumachen. Der dritte Schritt ist, welche Lerneinheit, welche Trainingseinheit habe ich? Ah ja, jetzt bin ich in der Situation, schöpferisch zu sein und mal zu überlegen, was kann ich tun? Der vierte Schritt ist Optionen suchen. Acht. Ja, also ich weiß, ich habe damals das Handy raus und habe geguckt, ob ich anders nach Frankfurt komme. Da gab es noch einen Weg über Koblenz. Die zweite Option war, dass ich runtergehe. Da gibt es in Köln, vielleicht gibt es das immer noch, so einen Wurststand. Und das habe ich mir so toll gemerkt, weil da steht nämlich drauf, alles ist Wurst. Alles ist Wurst. Ja. Passt ja, ne? Das ist ja ganz schön, wenn der Zug nicht kommt, ist mir Wurst. Ne? Also erstmal eine Wurst. Die dritte Option ist, ich rufe den Heinz an. Ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß, Heinz oder Klausi. Der wohnt in Köln und dann können wir eine Stunde uns mal treffen auf einen Kaffee. Das ist eine Option. Die vierte Option ist, ich wollte immer schon mal irgendwie wieder mal ein Krimi lesen. Also dann setze ich mich da unten in den Badraum, da ist es wärmer und lese ein Krimi. Die fünfte Sache ist, ich benutze die Zeit, um Telefonate zu machen, weil da habe ich auf meiner Telefonliste 10 Leute, setze ich mich unten hin und telefoniere. Ja. Ich glaube, die sechste Option war, ich nehme mir einen Leihwagen, habe mir ausgerechnet, dass manchmal ein Auto langsamer ist als ein Zug, gerade über diesen vielen Staus. Ich trampe. Ah ja, habe ich mir früher so. Ich gehe jetzt raus mit meinem Koffer und stelle mich hin und trampe. Na ja, komm. Das ist ja ganz nett, aber das ist auch nicht die beste Option. Ich glaube, die achte Option war, was will ich eigentlich in München? Will das Leben mir nicht sagen, was willst du eigentlich in München? Komm, bleib in Köln. Ja. Und du merkst, wenn du schon lachst, ne? Das ist genau das, wie wir in unsere Kraft kommen. Dass wir rauskommen aus der Identifikation des kleinen Kindes und schreien, wenn irgendwas nicht so ist, sondern dass wir erwachsen werden, Haltung annehmen und sagen, was habe ich für Lösungen? Und es ist wirklich eine ganz tolle Methode. Und der fünfte Schritt ist dann, dass man möglichst schnell sich für eine Option entscheidet. Ja, man darf ja nicht so zwanghaft sein, ist das wirklich die beste, sondern man sucht dann die Option aus, die im Augenblick aus meiner Idee die beste ist. Natürlich in 3 Monaten oder 4 Stunden später kann man sagen, ach, das ist nicht die beste Option. Ich sage, ja, Hölle auf zu jammern. Du hast die Information gehabt und in dem Augenblick, wo du dich entschieden hast für ihn oder für deinen Job oder dass du ausziehen willst, in dem Augenblick hast du mit all der Menge deiner Informationen die beste Entscheidung getroffen. Hinterher kannst du immer rumjammern, das mache ich auch viele. Ach, wie war ich denn doof, da auszuziehen? Wie konnte ich mich dafür entscheiden? Nein, das ist eine Verliererstrategie. In dem Augenblick, wo ich mich entscheide, war das aus all meinen Erfahrungen noch das geringste Übel, könnte man sagen. Ja. Das geringste Übel ist eben das Beste. Ja, also das sind diese 5 Schritte, wie man aus der Verstimmtheit oder aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt kommt, in die Kraft kommt. Ich wiederhole es nochmal. Erstmal Gefühle raus, ich habe es mir anders vorgestellt. Zweitens, philosophisch schon etwas, das gehört zum Leben dazu. Alles ist Leben. Es gibt kein böses und kein gutes Leben, es sei denn, ich denke, gut oder böse. Es gibt nur Leben. Das dritte ist Trainingseinheit. Das Leben hat was mit mir vor. Das Leben ist gut zu mir, als wenn ich prüfe, dass ich kräftiger werde. Das vierte ist, was habe ich für Optionen, was habe ich für Möglichkeiten? Was habe ich alles schon mal früher gemacht?
Und dann komme ich ins Tun, also vom Jammern ins Tun, indem ich einfach das Risiko eingehe, jetzt was zu machen, weil es das geringste Übel ist. Ja, okay. Das zweite Werkzeug ist die Selbstverantwortung. Aber da kommt das schon ein bisschen mit rein. Wir sind zu 100% verantwortlich für unsere Gestimmtheit. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das wird bestimmt jetzt viele provozieren und das wird auch einigen die ganze Manipulation nehmen. Es hat uns noch nie einer wütend gemacht. Das stimmt nicht. Es hat uns noch nie einer traurig gemacht. Da werden jetzt viele sagen, oh Herr Kors, Sie kennen Heinzi nicht. Der Heinzi ist so böse, der macht mich immer traurig. Sag ich, ja, wenn Sie nicht Vorstellungen einer Heinzi hätten, wie der sein soll, und der macht jetzt etwas nicht, dann wären Sie ja nicht traurig. Ihre Vorstellung, wie der sein soll, die Erwartung, dass der nicht so rumschreien soll und dass der Sie in den Arm nehmen soll und dass der den Hochzeitstag nicht vergessen soll, das ist doch Ihre Vorstellung. Und Sie ärgern sich nur und weinen, weil Sie das nicht bekommen haben. Und deshalb ist es wichtig zu sagen, ich bin zu 100% verantwortlich für meine Gestimmtheit, über meine Erwartungen oder über meine irrationalen Annahmen, wie etwas sein muss. Und dann kommt man heraus aus der Kinderwelt, du bist schuld. Und dieses du bist schuld schwächt uns natürlich. Wie sollen wir in unsere Kraft kommen, wenn wir immer nur sagen, du bist schuld und warte, dass der andere endlich nett wird und das Leben dann wieder schön ist. Das dritte Werkzeug ist das Selbstvertrauen, dass man... Das kann ich nur ganz kurz erklären. Das machen die Sportler, habe ich früher mit Tennisspielern gemacht. Man stellt sich vor, wie schaut es aus, wenn es fertig ist. Mhm. Ja? Also macht die Augen zu und sagt, ich habe das Turnier gewonnen, ich kriege den Pokal, alle klatschen. Vielleicht kriegt man auch noch den Scheck. Die Profis kriegen ja noch einen großen Scheck. Und alle freuen sich und meine Freundin ist stolz auf mich und mein Papa freut sich. Und so. Und dann nimmt man alles schon vorweg, als ob man es schon hat. Das ist eine ganz, ganz tolle Übung, um aus der Verstimmtheit rauszukommen und ins Tun, dass man sich das zutraut, dass auch mir ist es gegeben, zu gewinnen. Auch mir ist es zu geben, mein Ziel zu erreichen. Jetzt sagt man nicht, ach Gott, ich bin so schwach, ich werde es nie erreichen, sondern wir machen jetzt eine Übung. Wir machen eine Übung, alle, die zufällig dabei sind oder sich da bei dir eingeklinkt haben, die machen jetzt bitte mal die Augen zu. Die anderen können es ja nicht, weil sie es nicht wissen. Also, du machst mal mit, Sabine. Mhm. Machst Augen zu und du wirst sehen, das ist eine ganz große Kraft, die wir haben, die uns unterscheiden von den Tieren. Wir können nämlich reisen mit unseren Gedanken. Und du holst dir jetzt mal ein schönes Bild, wo das mal so richtig schön war, sei es im Urlaub oder später als Kind. Und jetzt hörst du nur zu und musst nicht sagen. Und du machst, was ich dir sage. Also du holst dir irgendwie einen schönen Strand oder in den Bergen ein schönes Bild, wo du dich sehr wohl gefühlt hast. Ja? Und jetzt holst du das Bild und du kannst das noch etwas leichter machen für dich, wenn du dich auf deine Sinne konzentrierst. Also nicht nur schön sagst, ach, da war es aber schön auf Hawaii, sondern du hörst jetzt das Wellenrauschen, vielleicht hörst du irgendeinen Papagei schreien oder du spürst die Sonne auf deiner Haut. Du sitzt irgendwo, du spürst, wo du sitzt. Vielleicht sitzt du auf einem Baumstamm oder bist im Wald und guckst auf den Fluss. Also du aktivierst deine Sinne am leichtesten erstmal zu, was höre ich denn? Ne? Was hörst du? Mach ich mal eine kleine Pause, was hörst du? Was spürst du? Die Unterlage, wo du sitzt, die Sonne, dein Fuß unten. Aha, ich höre, ich spüre. Vielleicht riechst du was. Einige haben gute Nase, also die riechen dann vielleicht also so das Salz oder den Tank da am Meer. Und jetzt bist du schon in diesem Bild leichter drin, weil man kommt am leichtesten über die Sinne in das Bild. Und jetzt lächelst du. Das ist, du kannst das noch verstärken, dieses schöne Bild, indem du lächelst.
Weil dann kriegt dein Gehirn auch das Signal, jetzt ist ja wirklich sehr schön, ich freue mich nicht. Und jetzt bist du in dieser gehobenen Gestimmtheit. Du bist jetzt nicht mehr verstimmt, nein, du bist an einem schönen Ort und den hast du dir selber kreiert. Und jetzt genießt du diesen Ort, lächelst und sagst, schön. Ist das schön. So, und jetzt hole ich dich leider wieder zurück in die Hölle, wieder zurück in die Gegenwart. Ne? Und das ist so eine ganz tolle Methode, aus der Verstimmtheit rauszukommen und eine gewisse Zuversicht zu haben. Alles wird mal irgendwann wieder gut und es war ja schon alles sehr schön. Also, dass man wieder, das hat Marc Aurel, der römische Kaiser, mal gesagt, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Bilder an. Also deine Gedanken, wenn du dich immer wieder, dein Unterbewusstsein, immer wieder färbst mit diesen schönen Bildern, dann kommst du auch aus der Verstimmtheit raus. Und du wirst auch wieder dankbarer. Mein Gott, wir haben ja alle auch was Schönes erlebt. Das ist ja nicht eben alles nur Mist. Ne? Dass man diese Fähigkeit, die wir Menschen haben, uns irgendwo hin zu beamen. Ne? Wir können ja jederzeit an irgendeinen Ort gehen, nach Australien und so. Und ich wundere mich, dass das die Leute nicht nutzen, diese Fähigkeit, die wir haben. Dass man ein paar Mal am Tag, besonders wenn es langweilig ist oder wenn man irgendwo ansteht, an der Kasse oder auf dem Bus wartet oder man sagt, ach, jetzt entspanne ich mich mal, mach die Augen zu und dann denkt man nicht, ach Gott, was hast du schon wieder alles für Furchtbares erlebt und wie Gott ist das Leben doch gemein zu mir. Nein, das ist der Quatsch, nenne ich das. Das sind die automatischen Gedanken. Und die automatischen Gedanken sind für unsere Verstimmtheit verantwortlich. Wenn wir selber es schaffen könnten, nur das zu denken, was uns in gehobene Gestimmtheit bringt, dann kämen wir ja in die Kraft. Und es ist wirklich möglich. Das wissen die Leute meistens gar nicht, dass ja ihre Verstimmtheit durch automatische Gedanken kommt. Ich könnte ja auch sagen, ich merke, dass ich jetzt denke, Mai, bin ich blöd, habe ich mich wieder blamiert, keiner mag mich, warum bin ich auch hierher gefahren nach Sizilien? Und es regnet es immer nur in Sizilien, Mai, da war ich wieder doof, habe mich falsch entschieden. Das ist der Quatschi. Das sind die automatischen Gedanken, die uns den ganzen Tag vollmüllen und uns in die Verstimmtheit bringen. Ich kann aber Haltung annehmen und kann sagen, okay, dann mache ich eine Reise und jetzt stelle ich mir vor, wie es schön ist. Ich gehe mit meinem Freund spazieren, ich spüre seine Hand, ich höre die Wellen und ich spüre den Sand und so. Und schon bin ich in einer schönen Welt. Das ist jetzt kein Ausweichverhalten und irgendwann bin ich nicht mehr realistisch. Nein, ich tanke Kraft. Wenn du sagst, wie komme ich in die Kraft? Ich tanke Kraft durch diese schönen Erlebnisse und ich verstimme mich, wenn ich immer nur sage, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Erzähl mal, wenn es nicht zu intim ist, wo hast du dich hingebeamt? Im Sommer im Urlaub in Portugal am Strand. Also ich bin tatsächlich ein Meer- und Wasser-Fan. Ja, also meistens ist es so, darum habe ich auch gesagt, vielleicht hörst du die Wellen, meistens gehen die Leute so ans Meer und haben ja auch den Urlaub mit Strand. Einige, die wandern, sind auch in den Bergen oder sitzen auf dem Baumstamm und gucken auf den Fluss. Aber du hast gesehen, wie schnell das geht, ne? Ja, das gerade auch, wie du sagst, mit dem Spüren, dass man auch reingeht und die Sinne benutzt, dann wird das Ganze viel präsenter. Ja, also das ist wirklich... Das ist schade, vielleicht hat das mal schon mal irgendwo gelesen, macht man eine kleine Fantasiereise, aber die Leute sind dann so verstimmt, dass sie noch nicht mal die Kraft aufbringen, die Augen zuzumachen und zu wandern irgendwo hin. Wichtig ist, dass man lächelt. Hast du gemerkt, wenn du lächelst, erfüllt dich das noch mehr. Ja, also ich habe mal mit einem die Übung gemacht, der hat dann so, sag ich, was stellen Sie vor? Das war eine witzige Sache, das war in der Schweiz, der immer gemeckert hat. Und da sage ich, machen wir die Augen zu, stellen Sie sich mal vor, so ein richtig schönes Haus. Ich habe gedacht, er stellt sich jetzt ein Haus am Meer vor und an der Goldküste am Zürichsee. Auf der linken Seite, wo die Sonne hinscheint, ist die Goldküste. Und dann sage ich, ja, und jetzt sehen Sie das schöne Haus und so. Und er immer so, und denkt, was für Gott, also der, jetzt lächeln Sie, konnte er nicht. Und dann sage ich, okay, jetzt erzählen Sie mal, wie war es denn so? Da hat er gesagt,
Ja, ich habe mir so ein Reihenhaus vorgestellt. Noch nicht mal ein Eckhaus, sondern nur ein Reihenhaus in so einer Siedlung. Ich habe ihm doch gesagt, dass sie sind doch frei in ihrer Fantasie. Die Gedanken sind frei, sie können sich das schönste Haus vorstellen. Dann hat er gesagt, ganz frustriert, schaffe ich nicht, ich bin Angestellter. Ja? Und okay. Das ist so typisch. Ja, das ist so typisch. Mein Gott, dann schafft das eben auch nicht. Wenn einer keine Vision hat, kein Vertrauen, auch mir ist es gegeben, in einem Haus zu wohnen am Strand. Und wenn es in Thailand ist, wo es sehr billig ist, oder wenn ich mir eine Frau suche, die ein Haus hat. Ja, also ich werde schon irgendwann ein Haus finden, wenn ich mich mit Haus gefärbt habe. Nein. Wenn ich mich mit Haus färbe oder mit meinen Zielen färbe, dann habe ich mehr Vertrauen und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich es bekomme. Aber ich muss erst, und das war meine Anfangsidee, aus der Verstimmtheit raus, in die gehobene Gestimmtheit. Und ich coache, wenn man so jetzt auch modern sagt, ich finde das Coaching immer so mit abgelabert, aber okay, ich begleite Menschen auf ihre Ziele, indem ich ihnen die gehobene Gestimmtheit empfehle, weil früher habe ich auf konkrete Ziele gecoacht, Karriere oder ich will keine Rückenschmerzen haben oder eine gute Beziehung und heute coache ich nicht mehr auf Zielerreichung, ich coache auf gehobene Gestimmtheit. Weil wenn du in einer gehobenen Gestimmtheit bist, also wieder selbst entwickeln, in einer lebensbejahenden Haltung, also bitte, ihr, die ja dazuhört, ihr meint jetzt mal nicht, dass ihr immer gute Laune haben müsst. Ne? Also das ist gar nicht, also ein gehobener Gestimmtheit, ein lebensbejahender Mensch kann auch wütend sein und traurig sein. Also gehobene Gestimmtheit heißt nicht gute Laune. Ne? Gehobene Gestimmtheit, ich habe mich entschieden, mit dem Stirb und Werde, wie Goethe mal gesagt hat, wer das nicht hat, das Stirb und Werde, ist ein trüber Gast auf dieser Erde, ist verstimmt. Ja? Und es geht eben nur darum, dass ich mich entscheide, das Leben nicht als Bedrohung anzusehen, sondern dass ich sage, das Leben ist schön. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das Leben ist nicht schön und nicht hässlich, es ist schön, wenn ich schön denke. Das ist meine Kraft, die ich habe. Und dadurch komme ich aus der Verstimmtheit raus in dein Thema, wie bringe ich mich in die Kraft. Und das vierte Werkzeug ist die Selbstüberwindung. Das ist ein ganz tolles Werkzeug, um sich in die Kraft zu bringen, dass man sich zwingt, neue Erfahrungen zu machen. Also dass man sich nicht vom Gehirn alles gefallen lässt und das Gehirn ist immer auf kein Risiko, immer dasselbe. Möglichst bequem abends auf dem Sofa setzen, Chips, Bierchen, Netflix, das ist toll, da kann nicht viel passieren. Wenn ich aber in die Kraft kommen will, dann schwäche ich mich nicht auf dem Sofa, weil ich kriege auf die Dauer Muskelschwund und verblöde auch ein bisschen. Ja? Also es ist schon ganz gut. Wenn ich mehr vom Leben haben will, dann ist es gut, mich zu überwinden, was zu erleben, was ich noch nicht kenne. Und das ist das, ich nenne das Kettendurchbrechen, also raus aus dem Gefängnis. Wenn du mehr von etwas haben willst, musst du meistens durch die Unlust. Ja, Augenblick, da klopft meine Frau an der Tür. Ja, was? Hallo, Julia. Frühstücken vielleicht, sagt sie. Ja, ich bemühe mich, möglichst schnell zu kommen. Ja, okay. Ja, klar, auch wenn man kräftig sein will, muss man morgen gucken. Ja, also dieses zwinge mich mal, neue Erfahrungen zu machen. Und das Gehirn, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Gehirn lernt nur aus Erfahrung. Also emotionalisierendes Erleben führt zu neuen neuronalen Verknüpfungen im Gehirn. Wenn ich immer nur lese und Psychobücher lese oder mich versuche über Verstehen kräftiger zu machen, dann ist das vielleicht, ja, 20% bringt das vielleicht was. Aber das, was uns wirklich kräftig macht, ist, dass wir uns überwinden, neue Erfahrungen zu machen. Weil es ist doch ganz klar, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich noch nicht war, dann erlebe ich was. Vielleicht auch nicht immer was Tolles. Aber was habe ich dann gemacht? War das für mich eine Trainingseinheit? Aha. Und ich bekomme dadurch neue neuronale Verknüpfungen.
Und das kräftigt mich ja auch, weil wenn ich neue Erfahrungen gemacht habe, weiß ich, das nächste Mal mache ich es nicht so. Das nächste Mal bestelle ich nicht den Wurstsalat bei dem, sondern der hat ganz schlecht geschmeckt. Jetzt weiß ich, bin ich Experte für Wurstsalat. Und sonst esse ich jeden Wurstsalat, weil ich keine Erfahrung habe. Ein blödes Beispiel. Ja? Aber zum Schluss, weil ich frühstücke, es ist ganz wichtig, wenn man in die Kraft kommen will, dass man sich überwindet, auch wenn man sich schwach fühlt. Man muss sich ja keine großen Übungen vornehmen. Also eine Ketten durchbrechen heißt, ich setze mich mal in meinem Lokal, in meinem Stammlokal, nicht immer hinten links, wo ich seit 20 Jahren hinten links setze, sondern ich gehe in den Mut und setze mich vorne rechts hin. Das ist eine Überwindung. Aber ich sitze plötzlich woanders, ich habe einen anderen Blickwinkel, plötzlich setze ich mal einer hin, den ich nicht kenne. Ich lerne was von denen, das ist ein Ausländer, das ist immer ganz toll, mit Ausländern zu reden. Ja, weil man dann andere Gedanken hat und andere Haltungen kennenlernt. Man geht mal einen anderen Weg. Ja. Macht das doch mal morgen, ja? Ihr, dem mir zuhört. Geht morgen mal oder wenn er einkaufen geht, geht man nicht immer den Weg, den er schon seit 20 Jahren geht, macht man einen kleinen Umweg. Ja? Erstens lernt ihr mal, aha, guck mal, das neue Haus habe ich gar nicht gesehen, haben die hier gebaut oder ist das immer schon da? Ja, wenn man neue Wege geht, aber man muss erst bewusst sein, um zu sagen, nein, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht immer bestimmen, du musst so gehen. Nein, ich gehe mal links rum oder ich gehe mal die Treppen rückwärts rum oder ich esse nicht immer Spaghetti Arrabbiata, ich esse mal Spaghetti Vongole. Gut, wenn es mir nicht schmeckt, dann weiß ich wenigstens, wie Spaghetti Vongole schmeckt. Ja? Aber ich reichere mich an und wenn man sich anreichert, dann wird man kräftiger, weil man ja viel mehr Möglichkeiten hat, auf das Leben zu reagieren. Also das sind so die, ach, da fällt mir noch dieser Satz ein, ja, die Angst zeigt mir das Tor. Also die Angst, oh, das ist nichts für mich. Ach, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin ein Mädchen. Ich weiß nicht, ob das ein Mädchen kann. Das können vielleicht die Jungs. Ja, nein, hör auf. Hör nicht auf den Quatsch. Ich zwinge mich, aus der Komfortzone rauszukommen und was Neues zu erleben. Und deshalb, die Angst zeigt mir das Tor zu mehr. Immer wenn du Angst hast, dann ist es ein Zeichen, dass du durch das Tor gehst. Aber wenn du keine Angst hast, lernst du ja nichts Neues. Also wenn du sagst, ach nee, ich gehe als Frau nicht in das Restaurant, dann denken noch die Leute, ich hätte keinen abgekriegt. Sag ich, oh Gott, ist der Quatsch wieder. Jeder rein. Und immer wenn dein Quatsch sagt, das ist nichts für dich, dann ist es was für dich. Dann, wenn du etwas ablehnst, nee, ich weiß nicht, das ist das beste Signal, dass es was für dich ist, um in deine Möglichkeit zu kommen und in die Kraft zu kommen. Das wäre doch ein ganz gutes Schlusswort. Jetzt super. Hast du natürlich zu mir gesagt, Jens, erzähl mal. Und ich habe dich kaum zu Wort kommen lassen. Du kannst also jetzt gerne noch was sagen, bevor ich das bevor du frühstücken gehst. Sag mal, ja. Also was ist so deine Meinung dazu? Super. Supi. Ja. Weißt du, sagen Supi. Ja, also kann ich echt mitgehen. Ich habe das gerade das Letzte mit der Selbstüberwindung oder mal was anderes machen, habe ich bei mir auch gemerkt. Wo ich unseren mittleren Sohn Anfang des Jahres mal zum Handwerkscamp an eine andere Stelle hingefahren habe mit dem Fahrrad, wo er noch nie war, habe ich die Zeit genossen, in der Ecke dann einfach mal rumzufahren, ich nenne es Strohmann, und einfach mal zu gucken, was gibt es in der Gegend so. Und ich merke, ich genieße das mittlerweile, so ab und zu einfach mal irgendwo unterwegs zu sein, wo man vorher noch nicht war. Genau, und wenn du da zum Beispiel jetzt irgendwie einen kennengelernt hättest, der hätte dir was erzählt, der hätte der dich irgendwo eingeladen und dann hättest du durch dieses Herumfahren plötzlich eine Einladung nach Tokio bekommen und dann wärst du nach Tokio gefahren, du wärst ja nie in Tokio gewesen, wenn du da nicht rumgefahren wärst. Ne? Und wenn man das so sieht, dann ist das eine tolle Idee, in die Kraft zu kommen, in neue Erfahrungen. Und zusammenfassend könnte ich sagen, achtet darauf, dass ihr euch nicht verstimmt. Ihr seid zu 100% verantwortlich für eure Gestimmtheit. Nutzt das Werkzeug Selbstbewusstheit. Wie mache ich mir das Leben schwer? Durch welche Gedanken? Wie könnte ich es mir leichter machen, indem ich Trainingseinheit denke? Das Zweite, ihr seid zu 100% verantwortlich für eure Gestimmtheit. Keiner verstimmt euch, nicht der Chef und auch nicht die Politik, auch nicht Putin.
der macht seine Sache. Und wie ich damit umgehe, ich könnte sagen, oh Gott, wie furchtbar, bald bin ich auch dran. Oder ich könnte sagen, was kann ich tun? Ich fahre jetzt da zur polnischen Grenze und bringe denen was. Nicht? Also vom Denken zum Tun, nicht zum Machen. Und wenn ich mich, sie ist viertes Werkzeug Selbstüberwindung, wenn ich was mache, werde ich kräftiger. Gut, willst du ein Schlusswort sprechen, Sabine? Ich hätte es jetzt dir überlassen, beziehungsweise doch, ich habe eine Postkarte bei mir an der Wand hängen, die mich echt schon lange begleitet und die passt eigentlich auch zu dem, was du gesagt hast, und zwar von Mark Twain. Da steht drauf, man kann die Welt ändern oder sich selbst. Das zweite ist schwieriger. Und genau diese Karte hängt jetzt wirklich schon bei mir, ich glaube, seit wir eingezogen sind, seit gut 20 Jahren im Klo an der Wand, und ich sehe die jeden Tag, und das macht was mit einem. Ich habe sogar einen Tipp für dich, dass du, weil ich weiß das aus der Erfahrung, dass man das manchmal da nicht mehr sieht, weil man so gewöhnt ist, dass du dir vornimmst, dass du das immer am Sonntagvormittag umhängst und eine Woche nicht siehst. Mhm. Und dann am Sonntagvormittag wieder, dann ist immer wieder das Neue, weißt du, weil sonst nutzt das irgendwann ab. Ja, dass du ab und zu mal umhängst und wieder hin, genau, ja. Ja, also natürlich, das ist dann mein ganzes Tun, dass ich den Menschen helfe, in die Macht zu kommen, in die Eigenmacht, raus aus der Ohnmacht des Kindes, ohne Machen, in das eigene Machen und das Leben als Trainingseinheit anzuschauen, weil dann komme ich ja ins Machen und dann kommen wir in die Kraft. Das war jetzt doch dann mein Schlusswort. Also jetzt gehe ich zu meiner süßen Julia, und die hat mir einen Tee gemacht, und vielleicht hat sie auch schon mir ein Brot gemacht. Manchmal macht sie mir so ein Brot, aber dann sage ich, nee, lass mich mal lieber selber, ich will nicht abhängig von ihr werden. Ja? Also, und vielleicht hast du ja heute auch Lust, was ganz anderes zu frühstücken, wie du sonst frühstückst. Ja, das mache ich. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ich sagte, Julia, kauf mal irgendwas, was ich noch nie gegessen habe. Ja. Cool. Und manchmal mag ich das auch nicht. Und dann sage ich, du bist schuld. Ja, dann wären wir wieder da, wo wir angefangen haben. Also dann, Sabine, genau. Du hast mich wahnsinnig gut gefragt, ja, intelligente Fragen gemacht. Und Servus. Und auch die zugeschaut haben, alles Gute für euch. Und denkt daran, ihr seid verantwortlich für euer Erleben und damit für euer Leben. Ciao. Ja, ganz lieben Dank, Jens. Bitte. Gutes Frühstück. Danke. Tschüss. Tschüss.